Slayer. Wenn eine der größten Metal-Bands aller Zeiten die Bühne für immer verlässt, dann nicht ohne ihren treuesten Fans etwas für die Ewigkeit zu hinterlassen. Hell P, die erste Platte, die man in der Hölle hören kann. Um das Live-Album ihrer letzten Welttournee zu promoten, brachte Slayer eine 6,66-Inch-Single mit dem Titelsong des Live-Albums heraus, Repentless. Geschmiedet aus Edelstahl und Kupfer hält die Hell P höllische Temperaturen von bis zu 1500 Grad Celsius aus. Eingebettet in ein aufwendig illustriertes Höllenfeuer-Packaging muss die Hell P vor dem Abspielen aus ihrem rundum versiegelten Inner Sleeve befreit werden, indem man es in Brand setzt. 100 Exemplare wurden an internationale Musikjournalisten, Metal-Magazine und langjährige Wegbegleiter verschickt. 6 Stück über Social Media verlost. Die Promo für das Live-Album war eine der erfolgreichsten Aktionen in 38 Jahren Slayer. 1,8 Millionen Views in den ersten 24 Stunden, 150.000 Likes, Shares und Kommentare, 61 Millionen Media Impressions, plus 450% Social Engagement. Und alles ohne einen einzigen Cent Media-Budget. Denn die Hell P ist die letzte Slayer-Platte, die je erscheinen wird. Und die erste, die man noch im Jenseits hört. Zünd sie an und fahr zur Hölle.